Einen wunderschönen Motivation Friday wünsche ich dir. Schönen Abend, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest eine ganz, ganz tolle, großartige Woche. Und in diesem Video schau unbedingt bis zum Schluss, denn ich verrate dir, wie du deinen Mut wirklich richtig stärken kannst, dass dein Mutmuskel explodiert und du alles schaffst, was du wirklich erreichen willst. Also bleib dran. Ja, jetzt geht's um das Thema Mut. Das schreiben wir auch direkt mal auf. Thema Mut. Was steckt dahinter? Angenommen, du stehst an einem Riesenprojekt. Und dieses Riesenprojekt ist der nächste Sprung. Ich mache immer gerne das Beispiel, was ich selber mal umgesetzt habe, und zwar das 5-Meter-Brett. Ich stand am Rand und habe den Fehler gemacht. Ich habe die ganze Zeit runtergeschaut und habe mich dadurch nicht direkt überwunden und hatte wirklich immer das Gefühl, oh je, was passiert, wenn ich jetzt runterspringe? Und habe mir 1000 Gedanken hier im Kopf eingepflanzt, die ich dann auch geglaubt habe. Doch dann war der Mut größer als die Angst. Und letztendlich beginnt Mut damit, deine Angst einfach zu überwinden. Und der Vorteil ist, wenn du die Angst überwindest, dann steigerst du deinen Mutmuskel, die Angst wird gleich null und du gewinnst so viel an Selbstvertrauen dazu. Und das beginnt bei ganz kleinen Dingen, wo wir uns oft den Kopf zerbrechen. Mensch, was können wir da machen? Und ha, das geht nicht und das funktioniert nicht. Wo wir am Anfang vielleicht eine mega, mega coole Idee hatten. Und dann zerreden wir uns das immer wieder. Und vielleicht geht es dir auch so. Denk jetzt einfach mal gerade an Situationen, wo du vielleicht auch schon mal so gedacht hast, da war das irgendwie auch so. Da wollte ich ursprünglich mutig sein, aber dann habe ich mich doch nicht getraut. Schreib es auch gerne mal in die Kommentare, wie das bei dir so war. Und was unglaublich hilft, damit du deinen Mutmuskel, den hier, steigern kannst und deine Angst in Mut umwandelst, das funktioniert ganz einfach. Und zwar hiermit. Mit der sogenannten Bucketlist. Was ist eine Bucketlist? Das ist eine Liste mit Dingen, die du in deinem Leben erreichen willst, machen willst, tun willst, haben willst, sein willst. Deine persönliche Traumliste von deinem Leben. Und da steht alles drauf. Und das Tolle ist, bei dieser Liste ist alles erlaubt. Da gibt es keine Grenzen. Die Grenzen von dieser Liste setzt du dir dann nur selbst. Das heißt, lass da unbedingt dein inneres Kind raus und lass dein Herz schreiben, was du wirklich von innen heraus wirklich haben, sein, tun, machen, erleben möchtest. Und schreib alles auf. Am besten 10 Minuten am Stück. Und das täglich. Und dann liest du dir das immer und immer und immer wieder durch. Und so erlebst du dann genau das Leben, was du haben, tun, sein, erleben möchtest. Und damit der erste Schritt ist, das zu tun. Und wenn du das aufgeschrieben hast, ist der nächste Schritt wirklich die Umsetzung, der erste Schritt in die Praxis. Und das funktioniert, wenn du deinen Mutmuskel immer weiter stärkst. Und da gebe ich dir jetzt noch einen täglichen Tipp. Und ich hoffe, du bist dabei und ziehst das Ganze 7 Tage lang durch. 7 Tage durchziehen. Dieses Ritual. Und zwar jetzt 3 Dinge, wie du deinen Mutmuskel stärkst. 1, 2, 3. Das können kleine Dinge sein, auf jeden Fall sollten das Dinge sein, die deine Komfortzone, wo du deine Komfortzone verlassen musst. Ja?
aber nicht, wo du sagst, boah, wie soll ich denn das schaffen, was nicht zu übertrieben krass ist, sondern schon dich herausfordert. Und das kannst du steigern. Und wenn du das 7 Tage lang schon mal ausprobiert hast und sagst, jawohl, da mache ich weiter, was passiert mit dem Mutmuskel? Wir kennen das alle, wenn wir ins Fitnessstudio gehen und trainieren, trainieren, trainieren. Von einmal Training bekommen wir kein Sixpack. Aber von einem Jahr Training und kontinuierlichem Training, dann schon eher, wenn wir uns diszipliniert an alles halten und nach Plan vorgehen. Und das kann für dich der einfach mal ein Test sein. Und wenn dir das gefällt, mach die nächsten 7 Tage. Mach die nächsten 7 Tage. Und du wirst sehen, der Mutmuskel wird stärker und die Angst wird schwächer. Und du wandelst automatisch in Situationen, wo du Angst hast, das in Mut auf jeden Fall wieder um. Und das war der Tipp für den heutigen Tag, wie du mutig sein kannst. Und das können ganz, ganz banale Sachen sein. Zum Beispiel, wenn du dich in der Schule nicht traust zu melden und der Kandidat dafür war besonders, auch ich damals in der Schule, ich war eine absolut schüchterne, graue Maus und habe ich niemals getraut zu melden. Und jetzt stehe ich einfach hier und liebe es, mich mit Leuten zu unterhalten und habe da kein Thema mit. Und warum? Weil ich mutig war. Weil ich mutig war und gesagt habe, ich schaff das. Und genauso wie ich es geschafft habe, schaffst du das auch. Und ich würde mal sagen, wenn dir das gefallen hat und du sagst, jetzt sind wir gerade übrigens in dem Raum, in dem Weltraum, von der Energietankstelle, du kannst gerne einfach mal vorbeischauen. Das ist in der Mauerstraße 13 in Weilburg. Der Eingang ist in der Bogengasse 2. Wir sind immer von 13 bis 18 Uhr für euch da und wir geben auch Nachhilfe in allen Fächern von Klasse 1 bis 13 und die ersten beiden Stunden, also 2 Stunden, schenke ich dir jetzt einfach mal, dass du das einfach mal ausprobieren kannst und dazu findest du alle Informationen auch nochmal in der Infobox, aber es gibt noch ein kleines Special und bleib dran, deswegen, das Special kommt jetzt, aber in einem anderen Raum. So, da sind wir auch schon im anderen Raum. Wer ist denn hinter mir? Der liebe Goethe. Ja, und ich möchte dir noch ein paar Worte mit auf den Weg geben. Ich war letztens mal wieder ein bisschen kreativ und habe einen Poetry Slam geschrieben. Und der heißt Wir. Und passend zum Thema Mut finde ich einfach diese geteilte Freude, der geteilte Mut ist doppelter Mut. Und dazu, diesem Thema, möchte ich dir einfach mal ein paar Worte widmen. Und wünsche dir jetzt einfach mal ganz viel Spaß. So nah, so fern, so kurz, so weit. Und doch schauen wir immer weg und haben keine Zeit. Wofür haben wir sie nicht? Ist es unsere persönliche Sicht? Ist der Gedanke, wie wir denken, oder uns oft nur Macht, Gier und Missgunst schenken? Ist es das, was uns oft aneinander vorbeileben lässt? Und doch halten wir immer uns krampfhaft an den negativen Dingen fest. Warum so viel Macht? Warum nicht einfach mal wertschätzende Acht? Warum so viel Gier? Warum nicht Gemeinschaft und einfach mal wir? Warum höher, besser, schneller und über allem stehen? Warum nicht einfach mal gemeinsam erleben und Wege zu gehen? Warum genau dieses Denken? Warum nicht einfach mal ein Lächeln schenken? Wo ist die Menschlichkeit? Wo ist das Miteinander? Und wo ist die Fröhlichkeit? Wann haben wir gelernt, uns wirklich mal Achtung zu schenken? Wann haben wir gelernt, positiv zu denken? Wann haben wir ein Wir erlebt? Wann haben wir mit Liebe gelebt? Wann wurde die Welt so düster und grau? Wann stellten wir uns immer selbst nur zur Schau? Wann haben wir verlernt zu spielen? Wann haben wir unsere Träume verfolgt und sie wirklich zu erzielen? Genau diese Fragen
Ich könnte ewig so weitermachen, doch es ist an der Zeit, etwas zu sagen. Wir können es besser, wir können es ändern, wir können wachsen, wir können einfach mal loslassen und der Knoten kann platzen. Wir können einfach wir sein, wir können so viel und doch ist der Weg so schwer und denken, nein. Doch wir haben es in der Hand. Wir gehen den Weg und gestalten tagtäglich unsere eigene Lebensleinwand. Lebe in der Gemeinschaft und denke an das Wir, denn in dieser wunderbaren Welt, in der leben wir. Und genau das möchte ich dir einfach mal mit auf den Weg geben. Denke nicht einfach immer so, alle gegen alle, sondern sei für die Gemeinschaft und hab den Mut in dir, denn das, was du innerlich in dir hast, das strahlst du aus. Und wenn du mit dem Mut, mit der Stärke, mit der Freude in die Welt gehst und das in dir hast und das ausstrahlst, dann kommt es zurück und Mut ist dann absolut doppelt und gestärkt und geteilte Freude ist doppelte Freude und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, und das war das Wort zum Freitagabend um ja wieder 20 Uhr. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ein Abonnement. Wenn du mir noch nicht folgst, kannst du das gerne kostenlos tun. Und schreib doch gerne auch mal in die Kommentare mit deinen 3 Punkten, wie du die nächsten 7 Tage deinen Mut steigern willst und committe dich. Und ja, dann sehen wir uns, würde ich mal sagen, nächste Woche Freitag wieder. Und übrigens, passend hier zum Video findest du auch über unsere Homepage mentalcoaching24.com unseren Blog, wo auch passend dazu was drinsteht. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche und bis nächste Woche Freitag um 20 Uhr. Tschüss!